Willkommen bei Yvonne Hütti Maus raus und ich zeige euch einmal den Heidemann Adventskalender 2023, gerade heute erst neu angeliefert worden bei mir. Den habe ich als letztes als Schmuckkalender bestellt und ist jetzt als erstes eingetroffen. Also den habe ich erst vor ein paar Tagen im Presale für 149 Euro gekauft. Absolut mega, ich freue mich drauf, weil es ist einfach, wenn ich meinen Kanal sehe, einer der Adventskalender überhaupt. Ich habe ihn dieses Jahr in der Farbe Roségold genommen, liegt einfach daran, dass die Farbe Gold mir ein bisschen zu hell in den Nuancen sind. Da habe ich jetzt gedacht, ich überlege es mir und hole mir einfach mal den Roségoldenen. Ich würde sagen, wir machen die Türchen auf. Und das ist der Kalender. Es sind richtig schöne Schublädchen drin, die ihr dann rausziehen könnt. Auch wieder hier der florale Druck geht weiter. Und natürlich im Merry Christmas habt ihr hier hinten auch. Das war aber, meine ich, beim letzten Jahr ähnlich gestaltet. Insgesamt finde ich es eine runde Sache. Und ich würde sagen, wir starten mit der Türe Nummer 1. Wichtig ist, dass es eben in drei Nuancen gibt. In Edelstahl, Gold oder Roségold. Das ist dann eben nur vergoldet. An sich ist es Edelstahlschmuck. Und ja, der ist eben für Allergiker geeignet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay, dann einmal gucken, was hier drin ist in dem Beutelchen. Hinten sind keine Schriftzüge oder so drauf, die ich euch noch zeigen kann. Es sind einfach diese Schächtelchen. Und dann sieht das Ganze so aus. Das sind jetzt die Ohrringe. Die sind komplett designt mit Strasssteinen. Dazu habt ihr dann nochmal so ein Element, was das Ganze hält und das dann aber auch variabel hält. Also es ist nicht fest verankert, sondern es ist locker leicht und hat hinten immer diese Stecker dran. Das finde ich ganz gut, ganz niedlich und ich finde, dieses Schmuckstück kann man echt sehr gut gebrauchen. Wie gesagt, letztes Jahr hatte ich Gold, vorletztes Jahr hatte ich Gold, aber jetzt mal Roségold. Mal schauen, wie es damit auskommt. Das nächste, was ich hier drin habe, ist ein Armband. Was ich tatsächlich sehr, sehr süß finde, ist, dass einfach Heidemann sehr viel dezenter als alle anderen Firmen arbeitet. Die haben viel, viel feinere Schmuckstücke und sehr, sehr elegante Schmuckstücke, die auch wirklich arounder sind. Und wenn ihr das jetzt hier zum Beispiel seht, die drei Stränge, die hier drin sind, dann ist das schon sehr, sehr hübsch. Und es sind ganz, ganz schmale, also es sind gar keine breiten Stränge, sondern so ganz, ganz schmale Stränge. Das gefällt mir echt gut. Finde ich ganz süß. Auch toll ist natürlich immer Karabinerhaken. Ihr sagt das, ich befürworte das immer so ein bisschen, sagt ihr ja auch. Und ein Verlängerungskettchen ist auch dabei. Den Schmuck, den ich euch hier zeige, sind auch Neuheiten. Die sind noch nicht im Store bei denen erhältlich. Die gibt es nur in diesem Adventskalender im Moment. Ne? Kann natürlich noch erscheinen, aber dann weiß ich nicht, wann die kommen. Das hatte ich mal in den Kommentaren bei Ihnen gelesen. Die Nummer 3. Ich versuche jetzt natürlich nicht jedes Türchen zu lange zu brauchen. Einfach damit ihr einen Einblick kriegt, was alles drin ist. Wenn ihr speziell nochmal getragen Bilder haben wollt oder ein Video, dann sagt mir da einfach Bescheid. Da ist jetzt nochmal die Kette, die auch passend zu den Ohrringen aus Türchen 1 war. Und warum sind diese Videos eigentlich recht interessant, weil ihr könnt sie im Prinzip bis zum Schluss durchgucken. Wenn Weihnachten ist, habt ihr eigentlich vergessen, was drin war. Wenn ihr euch aber nicht so sehr spoilern lassen wollt, dann guckt nur ein paar Türchen, entscheidet danach, ob ihr die Schmuckstücke gut findet oder nicht und dann passt das. Also manche mögen eigentlich gar nicht so dieses Gespoilerte, andere sagen, nee, ich will schon gerne wissen, was drin ist und dann machen die das auch so. Hier sehen wir jetzt einmal die Kette. Jetzt sind immer Uncut-Videos, das heißt, wird durchgedreht und wenn da mal ein Sprechfehler drin ist, ist das so. Ich finde das sehr, sehr schön. Also mir gefällt insgesamt der Schmuck. Die Nummer 4. Das war der Seufzer, weil ihr wisst nicht, wie oft ich versuche, hier immer alles so richtig zu machen in den Videos. Hier haben wir einmal Perlenohrringe, die dann gebogen sind. Ihr seht, dass dieser Bogen nach vorne, das ist natürlich auch wieder sehr, sehr hübsch. Dann ist das in einer schönen kleinen Fassung, die schon fast wie so eine kleine Perle aussieht. Oben also so ein Kügelchen und dann eine Perle dran. Ich habe gehört, dass es Glas Perlen sein sollen. Also ich hatte da keine Information zu, was das speziell ist. Ich weiß eben nur, dass ich es mit meiner Nickelallergie tragen kann, dass dieser Schmuck wasserfest ist und so. Und von daher passt das zu meinem Leben. Ich mag immer sehr einfachen Schmuck. Also wenn ich Gold, dann musst du immer aufpassen. Dann musst du das anziehen, ausziehen. Das ist nicht so meins, ne?
Das nächste, was hier drin ist, ist einmal eine Kette und zwar wieder eine dreilagige Kette. Passend eben zum Armband. Ihr seht das hier auch nochmal in Größe, jetzt einfach nochmal zum Schauen. Das ist natürlich mega hübsch. Das ist so ein typisches Basic. Kann man einfach nicht anders sagen. Das könnt ihr überall zu tragen, zu Rock, zu Kleid. Und könnt das dann mit anderen Ketten zum Beispiel kombinieren. Also ich habe oft Videos, wo ich dann zeige, wie man zum Beispiel welche Sachen kombinieren kann. Einfach was Dezenteres und dann was Breiteres nehmen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das wird dann eben wie so ein großer Faden. Ne? Das wäre jetzt hier in der Kombination so vielleicht ein bisschen besser gewesen oder eigentlich noch besser, ein bisschen länger. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, wie das getragen aussieht. Gut, das war die Nummer 5. Die Nummer 6, damit sind wir bei Nikolaus, was bei so welchen Adventskalender keine besonderen Türchen sind, weil es sind ja schon 24 Schmuckstücke drin. Das passt eigentlich ganz gut. Dann habt ihr hier einmal in der 6 die gebogenen Ohrringe. Tatsächlich finde ich die ganz süß, weil die sind wie kleine Kreuze gemacht. Aber sie sind für mich tatsächlich ein bisschen besonders, weil sowas in der Art habe ich bisher noch nicht gehabt. Sowas finde ich ganz niedlich, total brauchbar, definitiv. Und kannst du auch wieder komplett schön kombinieren. Auch jetzt zum Beispiel mit der Kette. Aber bei mir gehen Ohrringe sehr schwer an und deswegen werden wir das nicht in diesem Video hier versuchen, das anzuziehen. Dann dauert es so lange, da müsste ich eher ein Video zusammenschneiden, um das euch zu zeigen. Die Nummer 7 beinhaltet auch wieder Ohrringe. Ich habe ja gesagt, es sind 12 Türchen mit Ohrringen. Die sind ein bisschen matt. Also ihr seht das, das ist ein Kügelchen und das kennen wir ja aus ganz, ganz vielen verschiedenen Adventskalendern. Absolute Basic-Ohrringe. Aber eben mit matten Kügelchen, also gar nicht so glänzend. Ihr seht das, das kommt auch hier sehr matt rüber. Finde ich mal was anderes als immer diese ganz einfachen glänzenden Ohrringe. So, dann gucken wir mal in die Nummer 8 rein. Oh, da ist ein Ring drin. Okay, da muss ich immer sagen, bei all meinem Video, egal wo ich welche, ich mache von welcher Firma, diese Universalringe sind nicht immer mein Ding. Das liegt einfach daran, dass das hier nach vorne geht. Ich habe auch oft schon gelesen, dass es wünschenswert wäre, wenn man schon Universalringe anbietet, dass man zwei verschiedene Größen, weil wenn ich das jetzt noch weiter und weiter aufbiege, um das selber tragen zu können, also sagen wir mal so, dann wird es irgendwann hier vorne auch zu locker, weil es ist ja immer noch hier so ein bisschen eingeschlagen. Seht ihr das? Wie so eingeklemmt, sage ich mal. Das wäre eben wünschenswert, wenn man dieser dann auch in einer Nuancegröße noch anbietet, so dass man zwei verschiedene Größen hat, weil nicht alle haben die gleichen Finger von den Formen her und so. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Insgesamt ist das jetzt hier ein Ring, der mit wie so kleine Perlen aneinander gegliedert ist. Das finde ich eigentlich ganz süß. Das hat so eine niedliche Struktur. Wäre aber jetzt nichts, was ich mir persönlich kaufen würde. Schon alleine, weil es ein Universalring ist. Aber zum anderen auch, weil das einfach diese Kügelchen überzeugen. Mich persönlich jetzt nicht so. Das ist aber meine ganz eigene reflektierte Meinung. Ich finde immer sehr schwierig, die 9, wenn ich sage, das ist nicht meins oder so, weil dann kriege ich immer so E-Mails. Wie kannst du das nur sagen? Aber es ist ja einfach mal die Wahrheit. Ne? Der Nächste findet das absolut mega, absolut top und das ist dann so ein Traumelement. Was ich richtig, richtig schön und entzückend finde, ist dieses hier, was auch wieder so eine geriffelte Struktur hat, also wie so ein kleines Muster innen drin, aber die sind auch relativ schwer, also sie sind schwerer als viele andere Ohrringe und sie haben so ein schönes Muster drin, gefällt mir absolut gut, das ist die Nummer 9 in Gold war das, finde ich absolut toll. Aber ihr habt keinen gemixten Schmuck, also es ist kein Gold, kein Silber, kein Roségold, sondern wenn ihr eine Farbe nehmt, habt ihr nur die eine Farbe. Ja, das ist ganz niedlich. Die 10 machen wir auf. Ah, okay. Da war ich mir nicht so sicher, weil sie haben eben auch schon Spoilerbilder in ihrem Verkaufsmäppchen immer drin. Also wenn ihr Adventskalender habt, könnt ihr das euch schon anschauen. Problem ist einfach, dass sie mir einen Ticken zu klein sind. Seht ihr das, wie klein die sind? Das ist im Vergleich, tun wir mal diese hier daneben.
dass ihr das einfach von den Größen mal wahrnehmen könnt. Sie sind schon wesentlich kleiner. Es sind für mich eigentlich schon fast, ohne es böse zu meinen, also ich mag ja diese Firma, das wisst ihr ja, aber es sind für mich einfach zu kleine Ohrringe. Das wäre eher für mich für ein Kind was. Ihr könnt die aber in zwei verschiedenen Richtungen tragen. Ihr könnt die einmal in glänzend ohne Struktur nehmen, dann dreht ihr das einfach nach vorne. Oder ihr macht das so glänzend mit den ganz, ganz kleinen Strasssteinen. Ich hoffe, ihr seht so ein bisschen den Glitzereffekt. Absolut schön. Nur eben für mich als erwachsene Frau nicht so, ne? So, die Nummer 11. Das ist einmal das. Das haben sie auch alles bisher nicht verändert, diese Tütchen, wo das drin ist. Und dann machen die immer ihr so ihr Heidemann im Leben dran und so. Finde ich absolut niedlich, ne? Die bleiben einfach bei dem, was bewährt ist, ne? So, da haben wir eine T-Kette drin. Und wenn man die Spoilerbilder sieht, weiß man immer nicht genau, was das ist. Aber das hier ist so ein Strukturkette, ganz, ganz grobe Gliederung. Ihr seht das so richtig, richtig groß. Das ist etwas, was ich immer bei Heidemann nicht so erwarte, weil die doch sehr feminin, zart arbeiten, aber das ist ja zu größer. Was mich ein bisschen hierbei stört, ist tatsächlich der Anhänger. Der ist mir auf der anderen Seite zu einfach und eben hier nur mit einer leichten Struktur, die ihr hier noch nicht mal mehr im Zwischenraum wahrnehmen könnt. Trotzdem ist es natürlich eine schöne Kette. Ihr könnt, wenn euch das jetzt hier nicht gefällt, das auch abmachen und einen anderen Charms-Anhänger oder so dran machen. Das jetzt mal unter uns. Hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, dass man das machen sollte, wenn man dann irgendwie das reklamieren will oder so, sondern dann würdet ihr den Ursprung ja verändern. Aber insgesamt finde ich das ganz süß. Ich würde sagen, wir probieren einmal die Kette an. Eine T-Kette ist hier, weil das dann eben dieses T-Emblem dran hat. Und dann ziehe ich die einmal an. Ja, jetzt ist es doch, ist richtig rum. Ihr seht das, das ist ganz leicht wahrnehmbar, diese Struktur, diese geriffelte. Ich habe es jetzt einfach mal in Kombination mit der anderen Kette gelassen, weil ich immer so denke, ja, passt schon irgendwie, ne? Sieht ganz gut aus, aber ist definitiv auch passend zu diesen Ohrringen. Also ich finde, dass die da perfekt zupassen. Ja. Aber ich muss sagen, von all den Schmuckstücken, die ich bisher gesehen habe, wäre das jetzt nicht mein Hauptfavorit. Aber deswegen aus den genannten Gründen, ne? Die Nummer 12. Ist schon schön, dieses türkisgrüne, helle Minzgrün ist das, genau. Wir haben hier ein Armband drin. Und tatsächlich ist das ein Armband, wo ich sagen muss, das hatte ich, glaube ich, so auch noch nicht in einem Adventskalender. Und ich mache 3 Jahre schon Schmuck-Adventskalender. Und wenn ihr Thema Schmuck liebt, abonniert gerne diesen Kanal, weil er hat ganz, ganz viel Schmuck immer, gerade auch Adventskalender groß im Kurs. Das ist jetzt ein ganz normales Armband. Das hat jetzt auch nichts drauf graviert oder so. Es ist eine neutrale Optik. Trotzdem ist es dann ja eben mit einem kombinierbar. Also mit diesem dreigliedrigen Armband würde es wahrscheinlich schon passen. Ne? Kleinen Moment. Jetzt mache ich alle Schubladen durcheinander. So stelle ich mir das Ganze vor. Ja, sieht doch ganz gut aus. So, dann die Nummer 13. 13 ist ja nicht unbedingt der Glückstag, ne? Aber es ist hoffentlich kein Freitag, wa? Hier haben wir so Goldschimmer oben drauf. Das finde ich total niedlich. Das sieht aus wie so Goldstaub. Okay, da kommen wir jetzt zu dem Thema Teekette. Die wir ja eben hatten, haben wir passend nochmal die Ohrringe dazu. Sie sind auch im absolut gleichen Design wie diese T-Kette. Falls ihr das eben nicht wahrgenommen habt, so ist die Struktur. Es ist eine, ja, so eine geriffelte Struktur, würde ich schon fast sagen. Sieht für mich persönlich sehr, sehr einfach aus. Also das hätte man hier ein bisschen durchweilen können, dann wäre es schon wieder ein bisschen hochwertiger gewesen. In meinen Augen, ne? So, die 13 haben wir auf jeden Fall, aber wir haben ja noch genug Schmuck übrig, um zu schauen, was drin ist. Dann haben wir hier die 14. Surprise, surprise.
Oh, das ist süß. Das mag ich tatsächlich. Ich mag es, wenn sich zwei Elemente aneinander halten. Ihr habt einmal die glatte Struktur, die ein bisschen größer geführt ist, und dann die kleinere, schon gedrehte Struktur, ein bisschen feiner ist, leichter, kleiner ist. Ne? Seht ihr das? Richtig, richtig schön. Das ist natürlich dann ein Armband. Da gibt es natürlich, hoffentlich, natürlich hoffentlich, ein Gegenstück zu. Sieht im Ganzen dann so am Handgelenk aus, dass ihr das so mal ein bisschen wahrnehmen könnt. Es ist sehr, sehr klein. Es ist schon sehr dezent, aber es ist niedlich. Es ist einfach nur niedlich. So. Gut, was haben wir denn jetzt noch? 14. 15. Ah. Das ist der Moment, wo ich eher begreife, welches Schmuckstück das ungefähr ist. Das ist immer wirklich ganz, ganz schlimm, weil ich habe mir natürlich die Vorschau auch ein bisschen angeguckt, weil ich eben das Geld eben auch ausgeben muss. Ich muss dann selber auch gucken, ob der Preis sich für mich da lohnen würde, ob dieser Adventskalender tatsächlich was für mich ist. Es ist wie so eine Kordelstruktur, die bis hinten durchgeht. Ihr seht das, und dann hinten nochmal befestigt ist. Krass. So welche hatte ich tatsächlich noch nicht, die hier hinten am Stöcker auch fest sind. Trotzdem mega. Ja. Aber wie gesagt, Heidemann ist für mich kein Schmuck-Adventskalender, der so sprießt voll exklusiven Sachen. Es sind immer schöne, dezente, feine Allrounder, die ihr überall zu tragen könnt. Deswegen, ich bin da auch nicht mehr verwundert, wenn da irgendwie sowas kommt, sondern ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend, auch was sie draus gemacht haben, ne? So, der nächste ist ein Ring. Es ist die Nummer 16. Und tatsächlich ist es einer der Ringe, die mir total gut gefallen. Ich bin schon ein bisschen am Ziehen, dass wir uns das Ganze angucken können. Und zwar seht ihr das? Das ist voller Strasssteinchen. Das gefällt mir so unheimlich gut. Das ist wie so ein kleines Zopfmuster von so einem Pullover, was so ineinander geschlängelt ist und dann komplett mit Strasssteinen kombiniert. Das gefällt mir extrem gut. Ich finde, da hat Heidemann schon wieder was richtig gemacht. Auch wenn ich jetzt hier schon wieder zeigen kann, dass es so ein bisschen nach vorne hängt, aber das ist eben dieses Wonder-Problem. Schönes Schmuckstück, wirklich schönes Schmuckstück. Die Nummer 17. Oh. Wir hatten ja eben in einem Bild zum Beispiel die Ohrringe. Jetzt haben wir hier da die passende Kette noch zu. Leider ist sie, das habe ich immer beim Heidemann Adventskalender, ehrlich, dass irgendwas so verrivelt ist, dass ich da kaum das auseinanderkriege. Das ist jedes Mal, ich gefühlt nur bei denen. Ich weiß noch, das allererste Video, was ich dazu gemacht habe, das war der Hammer. Ich habe da so viel rum auseinander versucht, das zu kriegen. Ich musste dreimal Videos abbrechen, um das zu schaffen. Wir haben hier eine wunderschöne, schon fast Y-Kette. Krass. Ich habe erst gedacht, wofür soll denn das hier sein? Aber das ist ein festes Element. Ist das tatsächlich fest? Nein, das könnt ihr könnt es ein bisschen bewegen. Also ihr könnt es euch dementsprechend anpassen. Ich finde, es sieht ein bisschen eng aus. Das können wir aber jetzt gleich mal austesten. Leute, wir testen es aus, ja. Das testen wir aus. Ich muss es nur ein bisschen umstellen, sonst funktioniert das nicht. So, ich habe immer ein bisschen Angst, dass das zu klein ist für meinen Hals, aber das geht gerade geschmeidig durch. Kann man nicht meckern. Augenblick, das will ich euch jetzt schon zeigen, weil das sieht tatsächlich sehr, sehr schön aus. Ich mach mal kurz auf Stopp, bevor wir das. So, schaut mal bitte. So sieht das Ganze aus. Das ist eben passend zu den Ohrringen von eben. Ihr könnt das in den Größen verstellen. Ihr könnt das länger oder auch kürzer. Das ist eben zum Schluss keine Y. Dann könnt ihr es so runterhängen lassen und mit anderen Ketten kombinieren. Insgesamt
Hammer. Also ich finde das richtig, richtig schön kreativ. Ich setze mich mal wieder hin, dass er. Aber das ist richtig toll. Also wie ich das dann ausgepasst habe, habe ich schon gedacht, so, Hammer, richtig toll. Gut, die 18. Ja, es gibt immer Möglichkeiten, diese Videos zusammenzuschneiden. Und zwar so, dass ihr das Ganze immer nicht mitkriegt. Aber das mache ich hier nicht. Ich bin so ein kleiner Kanal. Ich mache das Ganze nur just for fun und nur Spaß. Also, und von daher mache ich es sehr gerne, aber eben dann so, ne? Schaut mal. Hier haben wir jetzt die Nummer 18. Und das sind Ohrringe, Kreolen, die schon sehr, sehr breit sind. Sie sind aber dafür extrem leicht, anders als die anderen Ohrringe, die wir eben haben. Sie sind schön gearbeitet, finde ich. Ich finde, die hatten wir schon häufig ähnlicher von anderen Firmen. Aber sie sind schon ein Eyecatcher. Also man muss einfach sagen, dieses Breite passt sehr, sehr gut zu vielen wieder. Und von daher top. So. Die 18 hatten wir, dann kommen wir zur 19. Ich hoffe, ich habe zum Schluss kein Türchen vergessen. Ne? Das kriege ich immer erst im Nachhinein mit, wenn gemeckert wird. Wo war das Türchen? Oh nein! Oh, das, Leute, unfassbar, unfassbar. Okay, da haben sie einen Hammer rausgehauen. Schaut euch bitte diese Kreolen an. Oder diese Ohrringe, Entschuldigung. Sind die bitte nicht schön? Also, die sind absoluter Mega-Hammer, die will ich sofort anziehen. Jetzt ganz ehrlich, ich habe eigentlich gedacht, ich ziehe ein bisschen weniger an, ne? Und dann sitze ich hier und dann ist das so schön und das so schön. Und bevor ich jetzt 15 Videos mache von verschiedenen Sachen, ziehe ich die lieber jetzt an. Und dann wisst ihr, wie es auch getragen aussieht, ne? Alles schaffe ich eben nicht, weil das muss man ja, man muss sich das so vorstellen. Ich habe ja jetzt keinen, der mir irgendwie hilft, sondern ich ziehe das jetzt gerade einfach mal so an. Bis du manchmal irgendwie das richtig alles gemacht hast und bis das hält, auch teilweise diese Ketten in den Gliedern, das dauert. Das dauert wirklich, das sprengt eben das Volumen dieses Videos. Okay, habe ich. Ich befürchte, da sieht mir jemand gerade extrem glücklich aus und das bin ich. So. Gucken wir uns das Ganze aus. Von der Größe her sind die komplett optimal. Also es ist genauso Ohrringe, wie ich mir sie tatsächlich, wenn ich sie irgendwo sehen würde, kaufen würde. Sie sind nickelfrei, das heißt, ich mit meiner Nickelallergie kann diese Ohrringe tragen. Hammer. Ich bin so begeistert von diesen Ohrringen. Richtig, richtig top. Also dafür mit noch ein paar anderen Sachen lohnt sich definitiv der Kauf. Ich halte es euch nochmal rein, dass ihr die Struktur nochmal sehen könnt. Die ist eben so uneben. Aber richtig schön. Hammer. Sehr gut. So, dann haben wir die 19. Dann haben wir die. Ich muss das mal kurz abmachen. Die 20. Und manchmal fragen mich Leute: Hör mal, Yvonne, du sahst ja schon ein bisschen nervös aus, deine Hände haben gezittert. Ja, das ist die Aufregung, weil ich einfach kein großer Kanal bin, der so häufig so welche Videos mache. Ich mache mal ab und zu meine Videos und dann passt das Ganze. Hier haben wir eine Kette. Okay, ich sage euch was dazu. Ich habe diese Kette gesehen in einem Spoilerbild und habe gedacht, die erinnert mich an eine andere Kette aus einem anderen Adventskalender. Wie kann das denn sein? Jetzt sehe ich hier diese Kette und sie ist viel größer. Sie ist mit 6 Strasssteinen, die deutlich wahrnehmbar, mit doppelter Kettenstruktur. Hammer. Ich finde sie wirklich, wirklich schön. Also wenn ihr mich fragen würdet, welche Teile würde ich abgeben hier raus aus diesem Adventskalender, ganz, 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 ganz wenige. Man muss manchmal die Sachen auch wirklich in natura sehen, um wahrzunehmen, ob sie sich für einen lohnen oder nicht. Ne? Ich habe jetzt wohl die Perlenkette noch darunter hängen, aber hier seht ihr es. Das ist einmal die Kettengliederung und einmal hier dieser Kettenanhänger, weil er einfach nicht so dünn ist. Ich hatte das eben letztes Jahr. Und ich habe das als so klein und so dünn empfunden bei dem letzten Jahr, dass ich das abgegeben habe. Und hier ist das schön breit, hier ist das super verarbeitet. Heidemann, hier schießt dieses Jahr den Adventskalender ab. Ich bin echt glücklich, dass ich den gekauft habe. Okay, wir machen die Nummer 21, würde ich sagen. Hör mal, so macht das auch Spaß. So macht das echt Spaß. Okay, jetzt sind. Manchmal freut man sich so sehr und dann kommt das. Das sind ganz, 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 ganz kleine Perlen, Ohrringe. Ihr seht das. Die sind so draußen drangelehnt. Sie sind so
mit einer Struktur, dass das so ein verlängerte Perlenfassung ist. Es sieht sehr, sehr süß aus, aber es ist gerade mal so breit wie fast ein Fingerchen. Ich muss dazu sagen, dass das jetzt nicht meins ist, weil es einfach so klein ist, ne? Aber wäre es ein bisschen größer, würde ich das als sehr, sehr hübsch empfinden. Aber es ist ganz, ganz viele kleine verarbeitete Perlen obendrauf. Seht ihr das? Wie viele haben wir denn? 2, 4, 6, 8 Stück. Kann man nicht sagen. Ich finde das Design sehr hübsch. Es wäre mein Wunsch wäre ein bisschen größer, aber das Leben ist kein Wunschkonzert, ne? So, die Nummer 22. Okay. Etwas, was man von denen gar nicht gewöhnt ist, sind so grobe Ohrringe. Guck mal bitte, wie krass sind die. Die finde ich Hammer. Sie sind ganz, ganz leicht vom Gewicht. Sie haben kaum etwas Schweres. Also da waren eben Ohrringe bei, die waren wesentlich schwerer und sahen feiner aus. Sie sind so eigentlich wie wie so eine Korde, die aneinander geht, ne? So in der Struktur verbunden. Das ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Sie passt wunderbar zu der Teekette, die ich eben anhatte, weil das ja auch eine gröbere Struktur ist. Es ist ein ausschlaggebendes Dekostück, was ihr dann tragt. Also das ist schon ein Eyecatcher. Also wenn ihr sowas dann anhabt, da fallt ihr auf jeden Fall mit auf mit diesen Ohrringen. Kann man nicht anders sagen. Mega. Gut. Es war die 22. Noch drei Türchen. Leute, ich weiß das nicht, das Video ist gleich. Ja, es ist immer sehr schwierig, ein Video mit nicht so vielen großen Fehlern zu machen. Ich setze teilweise bei so Videos so oft an, also ich mache da nicht das ganze Video voll, sondern aber ich setze so oft an, bis das das perfekte Video ist, ne? Und das fängt dann schon im Kleinen an, ne? Okay. Jetzt ist das die 23 gewesen? Bin ich durcheinander gekommen? 22? Muss einmal kurz was gucken. Aber nee. Dann hatte ich einmal gespoilert, Entschuldigung, mit diesen hier, mit den Ohrringen. Das war dann die Nummer 23. Entschuldigung, sowas kann passieren im Eifer des Gefechts. Und ich versuche es immer schon nach Zahlen zu machen, ne? Aber die sind dann die Nummer 23 gewesen. Ja gut. Dann haben wir ja nur noch ein Türchen und ich war eben noch so glücklich, dass noch zwei Türchen übrig sind. Okay. Dann sind wir bei der 24. Okay. Oh, das ist aber auch ein sehr, sehr süßer Gedanke, den die sich gemacht haben, weil die 24 beinhaltet eine Kette und zwar mit meiner Gravur mit dem Y. Das kann ich ja jetzt gar nicht mehr weitergeben. Also ich habe es extra gravieren. Ich hätte es auch ohne Gravur bestellen können, wenn ich gewollt hätte. Aber ich habe gedacht, komm, mach dir dieses Mal ein Highlight und pack dein Y vorne dran. Ihr seht das. Das müsst ihr normalerweise wohl gesondert bezahlen. Hier ist das aber schon im Adventskalender drin gewesen. Es hat wieder eine doppelte Struktur, wobei das hier komplett wieder ein Wuschel ist, ne? Das habe ich immer bei denen, ehrlich. Aber es ist einfacher geworden, das zu trennen. Die haben das viel, 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 viel besser jetzt die letzten Jahre gemacht. Schaut mal, es ist einmal eine Kordel mit kleinen Kügelchen und dann eben darunter noch einmal dieses Emblem dazu. Das finde ich so süß. Es ist die 24 und als 24 würde ich genau diese Tüte auch halten, also dieses Schmuckstückchen, weil ich einfach finde, dass das was Besonderes ist, wenn du noch ein graviertes Schmuckstück in diesem Adventskalender hast. Es ist was Besonderes. Es ist richtig, richtig schön und man kann es dann am Herzen tragen. Ne? Also das lohnt sich auch extrem als Geschenk. Ich bin immer am Überlegen, ob ich ein Türchen vergessen habe. Sollte ich das haben, weil eben ich ein Türchen irgendwie falsch gehalten habe, würde ich jetzt hier nochmal eine Pause machen, die Türchen nochmal durchgucken und es später nochmal ranpacken. Anders können wir es nicht machen. Aber es ist insgesamt Fazit. Machen wir Fazitrunde. Das mache ich immer am Ende des Videos, einfach, dass wir das meinen. 169 Euro ist viel, 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 viel Geld. Müssen wir einfach so sagen. Das ist schon dementsprechend, ist aber nur 7 Euro pro Türchen. Kauft in anderen Läden, egal wo, selbst im Sellpreis kriegt ihr das nicht zu so einem Hammerpreis. Ja?
Insgesamt ist eine bunte Mischung von exklusiven, von einzigartigen Schmuckstücken dabei gewesen, aber auch extrem viel Basic und viele Ohrringe. Kein anderer Adventskalender, den ich bisher getestet habe oder gesehen habe, hatte so viele Ohrringe wie dieses hier dabei. Das ist außergewöhnlich. Und von daher gratuliere ich auch dieses Jahr Heidemann für diesen wunderschönen und wundervollen Adventskalender. Ich weiß, das erste Jahr, da habe ich die angeschrieben. Ich habe mit denen geschrieben und gesagt, da war das und das und das geht so nicht. Und sie haben alles ein Jahr später geändert. Ich war so stolz, also nicht von Stolz, dass ich es gesagt habe, sondern dass sie tatsächlich wahrscheinlich auf das Fazit von vielen Leuten gehört haben und alles verbessert haben. Und Jahr für Jahr bringen die immer schönere, bessere, tollere Sachen raus. Das freut mich. Was ich sagen wollte, ist, dass bisher, und das hat sich auch geändert, bisher war in diesem Adventskalender der meiste Perlenschmuck, den ich je in Adventskalendern drin hatte. Und ich wusste, dass dieses Jahr der nicht so viele Perlen drin hat. Das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber zum Schluss ist es so. Sie testen ja auch selber immer aus, was kommt super an. Und ich finde, Leute, ganz ehrlich, müssen wir nicht drüber meckern. Und was euch nicht gefällt, verschenkt es, tauscht es. Da habt ihr ja alle Möglichkeiten offen. Ich sage nur tipptopp gemacht. Schau einmal noch mal kurz, ob ich ein Türchen vergessen habe. Sonst wäre es das. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Macht gut, ihr Lieben. Ciao. So, und wie es manchmal so ist, gucke ich in die 23 und denke, nein, ich hatte doch ein Türchen und da war anderer Schmuck drin. Es tut mir sehr leid, aber sowas kann nun mal auch mal passieren in dem Video. Ich habe mich einfach vertan. Wir reden hier von einem Ring und ich denke noch, weil es komplett das gleiche Design hat wie die Ohrringe, habe ich gedacht, ja, brauchst du ja jetzt gar nicht gucken, habe mich noch gewundert, warum nur einer drin war. Und es ist aber ein Ring. Wir halten es mal im Vergleich dazu. Ring, Ohrringe, sieht total identisch aus. Und ich denke noch so, warum hast du dich denn vertan? Und du zählst immer durch. Ich ziehe es mal einmal auseinander und trage ihn mal. So sieht das Ganze aus. Mal ein bisschen weiter runter hier. So sieht das Ganze aus. Wow. Ich bin echt ein Dusseköpfchen, ne? Ja gut, aber da kann man nichts machen. Was mich eben stört, ist eben dieses, ne? Aber an sich total mega, mega cool. Also wenn der jetzt in einer Nummer größer gewesen wäre, wäre ich denen echt dankbar gewesen. Ihr seht das so ein bisschen, die Struktur, ein bisschen die Struktur. Mega Hammer. Und ich wollte schon aufgeben. Ich denke so, warum kannst du ja nicht zählen? Okay, das war's von mir. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.